Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Northgard-Teil. Hallihallo. Ja, Kevin ist natürlich auch am Start, wie man gerade hört. Naja, ich bin doch nicht AFK. Nee, also Kevin hat jetzt schon ein bisschen Leistung gemacht, muss man schon anerkennen. Aber ja, es, so wie immer. Das will ich jetzt nicht so laut sagen, aber okay. Ja, wie läuft die Runde? Die läuft noch nicht so bald. Ey, ich werde schon wieder angegriffen. Boah, er greift mich hier wieder. Läuft die Runde. Er greift mich gerade wieder mit seinem Berserker an. Ey, das, also, diese Wachtürme, also, den habe ich ja verbessert, den da, in der Region. Der Berserker da zerfetzt den einfach und wie schnell. Jetzt muss ich aber mal den angreifen, irgendwie. Ich werde unten angegriffen, sehe ich gerade. Ja, ich greife jetzt hier mal an. Da einer runtergelaufen, ist der Turm weg. Also auch ein verbesserter Turm, von dem sehe ich gerade. Warum habe ich denn zwei Fischer mitgenommen? Ah, nee, warte mal kurz zurück. Schild. Händler? Warum greift der mit Händlern an, Kevin? Boah, weiß ich nicht, der will handeln. Da will jemand handeln, oder was? Ja, mit deinen Äxten. Moment mal, ich glaube, ich habe doch einen Fischer vorher verloren. Nee. Die Gebäude sind alle voll. Falls ihr das hört, meine Hunde sind hier gerade im Hinterspiel. Ja, die wollen mitspielen. Aber Kevin lässt sie ja nicht. Nee. Ich bin ein richtiger Tierquäler. Auf jeden Fall. Hunde dürfen nicht zocken. Ganz schlimm. Oh, ich habe meinen Kriegshäuptling wieder. Ja. Ja, das ist hier ziemlich viel zusammengezogen. Also wenn du mal deine Armee übrig hast, dann könnten wir mal hier unten angreifen dann. Und bei dir, bei dem blauen da? Ja, den da, wo ich den Turm schon runtergehauen hat. Ja, können die machen. Oh. Fest mal. Warte. Ich muss jetzt hier wieder runter, weil der gelbe mir mal wieder hier Gebiet hat zwicken will. Ach, ich hatte meine Axtwerfer gar nicht dabei. Ach. Warum denn das? Dann muss ich jetzt gerade noch einen Turm da hinsetzen, bevor ich hochkomme. Hier ist ein anderer Axtkämpfer, der steht ja auch blöd rum. Einen Dorfbewohner lasse ich jetzt mal, wenn ich was reparieren muss. Du wirst angegriffen, oder was? Ja. Aber da greift dich jetzt da an. Ja, super, und ich habe meine Einheit noch ganz links unten geschickt, um da. Na, warte, ich helfe dir. Weil er mich da angegriffen hat, der gelbe. Ja, gut, schon besiegt. Das ist sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier auch. Aber jetzt kommt sein Kriegshäuptling. Na, ich bin unterwegs. Mit neuen Kriegern und einem. Ja, ich will dann zusammen mit dir angreifen. Der nimmt jetzt bloß ein. So, ich werde jetzt. Ja, ich komme auch gerade. Jetzt lass gleich da angreifen. Jo. Let's go. Angriff! Genau. Das ist ein verbesserter Turm, ne? Von dem. Ja. Ich nehme dann gleich das Gebiet ein, weil ich habe richtig viel Nahrung. Ja, das ist gut. Oh, ich werde unten, ey. Der hat mich da wieder angegriffen. Du wirst schon wieder angegriffen, oder was? Ja, aber der ist am Turm gestorben, sag ich jetzt mal. Ich schicke da jetzt mal gerade einen Dorfbewohner hin, der sich darum kümmert. Ja. So, ich besiedel. Also langsam gewinnen wir die Oberhand. Immer wieder da unten, oder was? Ja, mit der nächsten Truppe. Der will dich nicht in Ruhe lassen. Ja, sonst, wenn es gar nicht geht, musst du halt deine Soldaten abziehen. Naja, es funktioniert noch. Muss ich mal gucken, dass ich das repariert kriege. Das ist mal hier. Ne, eine Rattenplage, das geht noch. Aber was soll dir aber eine Rattenplage? Ja, ich habe plus 16 Nahrung, also ich habe richtig viel Nahrung gerade, irgendwie komischerweise. Ja. Ich schicke nur meine Einheiten gerade hier rüber. Na, meine Bauern, die
produzieren richtig krass. Wenn er mich da oben nicht angreift, dann ist das eigentlich relativ egal, weil bloß da oben wird es gefährlich, wenn er meine Getreidefarm abreißen würde. So, der produziert mal Wissen. Der greift dann wie wieder an, der Vogel. Was ist denn hier? Speerhäuschen war das, glaube ich, genau. Oder soll man da hinten schauen, was da hinten ist? Der Blaue kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel haben, oder? Ja, das schätzt ihn nicht. Also ich meine, sein Hauptgebäude muss ja irgendwo hier rechts unten sein. Also das vielleicht ein Feld noch weg von mir. Ja, das kann sein. Würde stimmen. So weit kann er nicht weg sein. Und der Gelbe, der kann eigentlich nur dich angreifen. Die können sich jetzt auch gegenseitig nicht mehr unterstützen. So, da habe ich jetzt zumindest mal den Wachturm. Kann man zurückgehen, muss man hier hingehen. Ach nee, hier hat er schon wieder seinen nächsten Berserker. Ja, es geht noch ein Stück weiter nach hinten. Ich würde den Gelben jetzt mal da unten angreifen, weil die sind ja jetzt abgeschnitten. Oder glaube ich zumindest. Vielleicht doch nicht, aber... Wenn ich nämlich das Gebiet von denen da unten kriege, dann hat der richtig die Arschkarte gezogen. Dann schaffst du es alleine? Oh, der Berserker da. Der Berserker von denen, der geht schon wieder on Tour. Ja, dann werde ich jetzt mal, versuchen. Oh, verdammt, ich habe kein Holz mehr. Was ist denn das wieder? Ja, der Berserker greift mich jetzt an. Von denen. Und der greift mich hier unten an, der Gelbe. Das glaubst du nicht. Aber den werde ich abfangen. Ich werde ihn jetzt angreifen. Ist mir egal, was der da unten macht. Na, seine Armee ist weg. Oh, sehr gut. Ich greife jetzt gerade den Gelben an. Einen freien Dorfbewohner hätte ich ja wahrscheinlich. Dann könnte ich hier nochmal einen Axtkämpfer mitnehmen. So. Und Angriff. Der, glaube ich, alle Türme hat der, glaube ich, auch. Ja. Alle auf zwei gesetzt, glaube ich. Eine riesen Schlacht gehabt. Ich habe meine Einheiten auch ordentlich zugesetzt. Aber nee, da greife ich da hinten an. Aber mein Turm hat das abgewehrt. Jetzt greift er mich mit dem Dorfbewohner an. Weil ich nicht hier das Gebiet jetzt zwick. Ja. Weil ich habe minus 5 Nahrung, aber ich habe noch 1000. Dorfbewohner baut da hinten schon mal. Aber der greift mich jetzt immer mit Dorfbewohnern an oder so. Oder will es zumindest. Oh. Will es zumindest. Na, wie viel Stein habe ich denn noch? 26. Wie kostet eine Turmaufwertung? 5. Jetzt greift er mich hier nochmal mit Berserker an. Nee, das. Den Berserker. Okay, der haut zuerst auf meine kleinen Einheiten, dann verliert er jetzt nochmal seinen Berserker. Oh, Gott sei Dank ist der Sommer jetzt da. Sonst hätte ich gleich richtig Probleme gehabt. Ja, jetzt fängt es nochmal neu an, warum? Irgendeiner fehlt doch hier noch. Ja, da unten steht der, ey, dieser Vogel, ey. Ich habe kein Holz zum Reparieren hier. Echt gar nichts mehr. Stimmt, mein Holz ist auch ziemlich low. Sieger! Ich
Hier ist eine Fischerhütte unten und Felder in einem Gebiet. Ja, der geht ja einmal ins Gebiet mit einem Soldat, gell? Ja. Und es geht total schnell wieder hoch. Hier der Kontrollverlust. Das ist echt komisch. Das kann man auch skillen, glaube ich. Jetzt greift er dich hier unten an, oder? Ja, hier greift er mich schon wieder an. Bisschen Nahrung, ein bisschen Holz noch, komm. Jetzt. Oh Gott sei Dank, jetzt kannst du reparieren. Du willst das Gebiet auch um keinen Punkt hier verlieren. Schickt immer wieder Soldaten rein. Ah, da unten. Ah, sein Haus, sein Hauptgebäude ist noch echt weit weg. Ich habe jetzt hier auch das eingenommen. Ja. Das Territorium hier. Jetzt kann ich auch hier geheilt werden. Das ist auch ganz gut. Den Wachturm setze ich gleich mal. Was hat er denn hier? Ist eine hier. Nee, was hat er denn? Eine Holzfülle? Ja, also Holz brauche ich gerade echt dringend. Warum habe ich denn so Holzprobleme auf einen Schlag? Kann ich nicht sagen. Oh, der greift wieder rechts unten bei dir an. Ich habe gerade links unten einen Angriff gehabt. Jetzt greift er mich da auch schon nochmal an. Ja, der will es wissen, ey. Naja. Ich sehe es gerade, der greift mich gerade auf mehreren Dingern an. Oder versuch's zumindest. Ich habe kein Holz zum Reparieren, das ist natürlich richtig geil. Ich habe auch kein Holz mehr. Aber ich könnte mir doch ein bisschen Holz kaufen. Könnte ich wenigstens den Wachturm mal reparieren. Und meine Holzhütte einmal hochbauen. Under Attack ist der Kevin. Boah, der greift mit seinem Berserker an, gell? Ja, ich sehe es, ich sehe es. So. Scheiße. Das hat er einen kaputt gemacht. Jetzt läuft der wieder Erdbeben weg. Oder was? Ja. Nee, oder? Ich habe kein Holz. Ja, Erdbeben. Ich habe auch kein Holz. War das Erdbeben schon? Nee, das kommt erst noch. Ach, kommt kurz vom Winter. Weil ich tue jetzt gerade meine Holzproduktion mal nach oben treiben. Ja, hat der Gelber dann alle Macht hier angegriffen. Jetzt greift mich der Blaue oben. Nee, hey, bei dir ist das okay, ich dachte gerade. Was, ich werde schon wieder angegriffen? Ja, oben. Der Gelbe hat mich gerade mit Berserker und mit noch ein paar Einheiten angegriffen. Ja, der hat sich aber zurückgezogen. Ich komme an dem Wachturm nicht vorbei. Wie habe ich denn das eigentlich noch? Ich habe kein Eisen sonst mehr. Das kann ich jetzt nicht eingehen. Das wäre ein Risiko. Ich will den hier gleich seine Nahrungsproduktion mal zwicken. Ich werde schon wieder angegriffen. Warum? Da greift er mal an, merkt, dass er gegen meinen Wachturm keine Chance hat und zieht sie wieder zurück. Hä? Ja. Aber er nervt. Ja, es nervt schon ein bisschen. Jetzt greift er hier unten an. Der Gelbe greift mich jetzt hier unten an. Die greift mich jetzt zu zweit da unten an. Ey, kannst du da mal Einheiten hinschicken?
Da neben dir, ja, direkt. Kann ich machen, warte. Weil ich greife nämlich gerade beim Blauen an. Einheiten sind unterwegs. Ich habe hier unten schon eine Bar. Wir haben zweiten schon. Gut. Er schickt ein paar Einheiten zu mir. Naja, er hat jetzt auch die Hälfte zu mir hochgeschickt. Ja, jetzt kommt sein Berserker. Scheiße, da habe ich keine Chance. Bär ist wieder da bei mir. Ja, ich habe ja schon... Mein Berserker ist so low. Das ist halt mein Problem. Ja. Ich werde jetzt eine ganze Menge Einheiten kaputt gemacht. Da kommt halt noch eine. Jetzt greift sein Berserker da unten, dann kannst du den auch noch platt machen. Wo ist denn der? Da direkt neben deinem Gebiet da. Ah, ich seh's, ich seh's. Der läuft weg. Ja, der hat's gerade. Aber kannst du den wegmachen, der läuft gleich wieder runter. Weil mein Berserker ist so low, wenn ich den jetzt reinschicke, dann... Das Problem ist, müsste er meiner... Der muss jetzt irgendwie den ganzen... Ja, warte, der kommt jetzt bestimmt. Schaffst du den mit deinem Berserker? Ja, der ist in sein Gebiet zurückgelaufen. So verletzen, ich komme da gar nicht hoch. Nee, warte, warte. Wenn der jetzt da oben stehen bleibt, der greift mich jetzt wahrscheinlich an. Oder? Ne, der will mich hinten angreifen. Ich muss mal meine Truppen dahinter ziehen. Ja. Ist auch wieder eine Scheiße. Ein Hin- und Hergegänke, ja, da greift mich hier oben an. Sein Berserker ist gleich platt, der ist weg. Ich greife gerade seinen Bär an. Von wem hat der überhaupt diesen Bär? Ja, weiß ich, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist bestimmt vom Volk, volksabhängig oder sowas. Okay. Ja. Schon wieder an. Ja, der greift mich da oben an. Aber jetzt, wo sein Berserker ist, kann ich vielleicht hier sein verbessertes Holzfällerhütchen wegnehmen oder so. Weil dann ist der auch teilweise da hinten abgeschnitten. Ja. Der Berserker ist auch fast wieder vollgeheilt worden. Ich habe gerade meine Highlighter ausgebaut hier. Ich habe meine Highlighter auch geskillt, dass die halt auch Nahrung sammeln, ne? Achso, stimmt, das konnte man ja auch irgendwie machen, gell? Ja, richtig. Und dadurch, sammeln die halt mit Nahrung und dann heilen die schneller und hab ich noch einen Heiler mehr. Das geht richtig rapide dann. Und ich werde den jetzt mal da unten angreifen. Jetzt greift er schon mit dem Heiler mich an. Oh, Erdbeben. Na, ausgerechnet jetzt, ey. Jetzt habe ich auch ein bisschen Holz. Wo ist was kaputt jetzt? Ich bin auch gerade am gucken. Ja. Drei Häuser sind am Brennen. Irgendwo hat er mir angezeigt. Ja. Na, ich sehe so. So, Angriff. Also drei Häuser sind am Brennen und vorne bin ich am Deffen. Echt, Katastrophe. Katastrophe. Aber der rennt halt dauernd in dieses Scheißgebiet wieder rein, gell? Und mit einem Soldat und blockiert wieder. Wie viele Dinger ich den jetzt schon Bevölkerung und Dingen dauernd gekillt habe. So, jetzt besiedeln wir das mal. Da ich hinten. Bin gerade in sein nächstes empfindliches Gebiet am einen. Mit einem dicken Holzfällerlager und so einem Bonusbaum mit 20% mehr Holzgewinnung. Na super, ich brauche hier auch noch welche. Wo sind jetzt meine Soldaten? Ach, die stehen hier vorne schon, die werden geheilt. Ja, die, auf jeden Fall, die zwei Sachen muss ich auf jeden Fall retten noch. Die habe ich gerade von dem eingenommen. War denn das eigentlich? Das war... Nahrungsmittelhandel... Ach,
wie schön, wenn man kein Geld, wenn man keine Nahrung mehr hat. Ja, ich habe den davor, da oben habe ich den jetzt total abgeschnitten. Ja. Irgendeinem Territorium wird schon wieder angegriffen. Na, wenn du da Soldaten hast, dann zieh die mal kurz rüber. Ich bin gerade unten das Gebiet am Einnehmen. Ich kann da jetzt nichts abziehen, leider. Ja, das müsste mein Tower schon schaffen. So. Jetzt greift er mich da an. So, jetzt schaut er das schon mal ganz gut aus da. Das kann er eigentlich. Das kann er eigentlich gar nicht mehr da hinten hinkommen. Ja. Da, wo ich jetzt bin. Aber wir machen jetzt mal Schluss. Das war jetzt auch schon wieder ein ganz schön langer Part. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao.